Hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder. Ich melde mich zurück. Ihr hört, dass ich immer noch ja nicht ganz gesund bin und ich entschuldige mich, wenn der Ton oder wenn ich so na nasal noch sprechen muss. Aber es dauert einfach noch. Also ich funktioniere wieder ganz normal und bedanke mich nochmal von Herzen. Ich habe nochmal Pakete zugeschickt bekommen von euch. Mit tollem natürlichen Antibiotika und Lungensaft, also ganz toll. Und das kolloidale Silber hat auch den Weg zu mir gefunden. Und ich bedanke mich recht herzlich dafür. Ja, es braucht einfach noch. Also es hat uns da mega erwischt, meine Tochter auch. Ja, aber darum geht es jetzt hier nicht. Ich will mich nur für meine komische Stimme schon mal entschuldigen. Ich möchte was aufgreifen, was mir in meinem Leben begegnet ist. Und ich glaube, dass es für alle nützlich ist, wenn ich drüber spreche und wenn vielleicht ein Dialog entsteht mit euch. Oder einfach, wenn's ja etwas in dir anregt. Wie gesagt, ich bin immer sehr erfreut, wenn ihr auch auf mich zukommt und mir eure Gedanken mitteilt. Ja, das finde ich total hilfreich und gerade wenn es eben um diese Dinge geht, über die man nicht so leicht sprechen kann. Ich fange mal von vorne an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt gerade aktuell jemanden erzürnt habe, ziemlich erzürnt habe, durch eine kleine Unaufmerksamkeit meinerseits. Das war mir einfach nicht bewusst. Ich habe das nicht böse gemeint. Es war Unaufmerksamkeit, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass es wichtig ist. Ich habe mich dafür auch schon entschuldigt. Aber da wird sehr unverhältnismäßig damit umgegangen, finde ich. Ja, und es ist jetzt einfach so eine, wie soll ich sagen, derjenige ist sehr böse mit mir nach wie vor. Und auch mit meinen Kindern, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. So. Und das beschäftigt mich natürlich. Oder was heißt natürlich, das beschäftigt mich. Und ich will da jetzt näher drauf eingehen, was für mich da dahinter liegt. Bevor mir das so klar war, dass das so ist, dass das bei dem anderen so krass rübergekommen ist, war ich also wieder an meinem Kraftplatz, wo ich gerne bin, weil ich einfach in mir gespürt habe, dass da was unrund ist. Und ich habe einfach so eine. Ja, ich habe eine tiefe Traurigkeit gespürt und irgendwie so eine Verwirrung. Und ich habe den ganzen Tag, ja, ich habe es nicht einsortieren können. Und dann bin ich da hoch, weil ich irgendwie der Platz, der macht was mit mir. Ich gucke dann da Löcher in die Luft und da kommen auch die Leute vorbei. Und da bin ich so ganz, kann ich so ganz mir lauschen und meistens, also fast immer kriege ich dann eigentlich auch Inspirationen oder Lösungswege, irgendwas, was ich, Entschuldigung, was ich bisher so nicht gesehen habe. Aber gestern war das nicht so. Es war einfach diese tiefe Traurigkeit da. Und ja, es war auch einfach. Der einzige Impuls war, diese Traurigkeit ist jetzt da und die darf jetzt da sein und die sollst du jetzt gerade fühlen. Und das war schon seltsam. Also das kenne ich so nicht so. Und dann sind tatsächlich auch alte Themen zu mir gekommen, wo ich gedacht habe, dass die gar nicht mehr so schmerzhaft in mir sind. Also dass die gar nicht mehr in der Weise so eine Rolle spielen in mir. Und zwar ist es das Gefühl, nicht gewollt zu sein. Ja, dieses Gefühl,
dass mich das Außen lieber tot sehen will. Ich bringe das einfach jetzt mal ganz auf den Punkt. Ja, einfach so eine ganz tiefe Traurigkeit, eine Hilflosigkeit, ne? Wie einfach wie das kleine Kind sich eben fühlt, wenn Mama und Papa es eigentlich nicht haben wollen. Und bei mir kommen dann Tränen und der Hals schnürt sich zu und die Schilddrüse schmerzt. Ist auch interessant, wenn man sich fragt, wieso man eine Schilddrüsenproblematik hat. Also das war jetzt für mich dann auch noch mal interessant jetzt, dass es so deutlich war. Ah, okay, dieser alte Schmerz hat irgendwie in irgendeiner Weise ist der hat der was mit meiner Schilddrüse zu tun. Aber ist auch ein anderes Thema jetzt. Ich nenne das die Mutter- oder Elternwunde, ja. Und die hat mich wieder besucht. Und die begleitet mich ja schon immer. Und was habe ich Therapien gemacht? Also ich bin ja, ich habe so viel gemacht. Und auch abgeschlossen. Also ja, ich bin da quasi, ja, ich nenne jetzt mal das blöde Wort austherapiert. Aber das ist keine Ahnung. Ich habe ganz viel gemacht, weil ich das einfach, weil ich mich heilen wollte. Und das war jetzt auch lange kein Thema. Aber es hat mich wieder besucht. Auch in einer echt krassen Intensität. Aber das Einzige, was sich verändert hat, wo ich auch echt dafür dankbar bin, es hat sich was geändert, nämlich, dass ich auch die Stimme höre mittlerweile, die zu mir sagt, ich will dich, ja, und ich will, dass du lebst. Du bist wundervoll, so wie du bist. Diese Stimme kann ich mittlerweile auch hören. Und das ist was, was mich errettet. Aus diesem Schmerz. Naja, und im Kurs in Wundern, den ich ja jeden Tag mache, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, steht, dass die einzige Funktion, heute in meiner Lektion stand, die einzige Funktion auf Erden ist zu heilen. Was sagt mir das? Meine Mutter Wunde will heilen. Und ich mache dieses Video, weil ich weiß, dass es einige gibt, die mir hier zuhören, die diese schrecklichen Wunden mit mir teilen. Und ich will nicht mehr schweigen. Was es spielt halt gerade eine Rolle in meinem Leben, also spreche ich das mutig an. Das ist nicht unbedingt leicht für mich, ja, weil ja wieder ein Teil von mir Angst vor Ablehnung hat. Naja, wie mache ich, dass es heilt? Ja, das ist ja eigentlich der springende Punkt. Das ist ja das, was uns dann weiterbringen würde. Ihr könnt ja gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr davon betroffen seid, wie ihr die Mutter- oder Elternwunde in die Heilung gebt. Also wie gesagt, Therapie, keine Gesprächstherapie oder irgendwas hat das für mich verändert. Also ich gebe es an Gott ab. Ja, das sind Dinge, die sind zu groß für mich. Da bitte ich ihn darum, mich zu heilen, weil ich das alleine nicht kann. Und gebe das ab und gebe somit auch die Schwere in der Sache ab. Und er trägt das für mich, ja. Und vielleicht ist auch einfach dieses sich hier zeigen gerade ein Teil der Heilung. Und Gott sagt mir auch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja, aber das ist ein Fehler, der berichtigt werden kann. Ja. Aber sobald dir jemand, wie jetzt in diesem Vorfall, mehr aufladen will als einen berichtigbaren Fehler, also den hätte ich mit einem Handgriff ja beseitigen können, wenn es nur darum gegangen wäre. Naja, wenn derjenige will, dass du dich schuldig fühlst. Und wenn du das Gefühl bekommst, komplett
abgelehnt zu werden als der Mensch, der du bist, dann kannst du echt davon ausgehen, dass es sich, also dass es nicht nur um diese Sache jetzt geht, um die gestritten wird, sondern dass derjenige ebenso eine Wunde in sich spürt. Das ist ihm jetzt vielleicht gerade nicht bewusst. Aber da das jetzt so zeitgleich war, und ich bin ja jemand, der so vorfühlen kann, ja, also ich fühle oft etwas vor, bevor es geschieht. Vielleicht kennt ihr das auch. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es sich bei dieser Person ebenso um die Mutterwunde handelt und diese Unzufriedenheit auf mich projiziert wurde, ohne dass ich jetzt mit ihr über dieses Thema gesprochen hätte. Das war einfach wie so eine Gewissheit in mir, dass das eigentlich das Thema ist, das dahinter steht. Also wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich wegen eines kleinen Fehlers so dermaßen angegangen werde? Ich sag mal so, wenn ich kein Thema damit hätte, dann würde mich das ja gar nicht weiter beschäftigen. Ja, ich könnte das parken und gut ist, das würde mich nicht weiter tangieren. Doch es beschäftigt mich eben, und zwar bis in die Träume hinein, weil es mich erinnert an die Willkür in meinem Elternhaus, der ich als kleines Kind ja völlig ausgeliefert war. Ja? Und dadurch, dass mich das jetzt immer noch so beschäftigt, weiß ich, okay, da ist eben noch diese Mutter- oder Elternwunde, die jetzt heilen mag. Ich mache jetzt nichts weiter. Meine einzige Aufgabe ist, diese Wunde zu heilen. In der Gewissheit, dass auch mein Gegenüber diese Wunde dadurch heilen kann. Da muss man gar nicht drüber sprechen. Das sind Dinge zwischen Himmel und Erde, die geschehen, die man nicht verstehen muss. Denn was ganz wichtig ist, was eigentlich jetzt der springende Punkt ist, wieso ich das Video mache, hinter diesem Streit liegt diese Wunde, die uns beide verbindet. Ja? Und wenn jemand so dermaßen ausflippt, ist es quasi ein Hilferuf. Das bedeutet nicht, dass ich derjenige bin, der dann da helfen kann. Oder es bedeutet das nicht unbedingt. Also, ich bin weit davon entfernt, da irgendwen zwangs zu beglücken mit meinen Erkenntnissen oder irgendwie hier jetzt was anzubieten. Aber sei dir einfach gewiss darüber, dass wenn du dich um deine Themen kümmerst, wisst ihr, wir vergessen ja ganz oft, dass wir alle verbunden sind. Wir sind alle aus einem Geist. Und wenn ich etwas in mir in die Heilung bringe, dann heilt das auch in deinem Gegenüber. Und sowohl ich habe einen kleinen Fehler gemacht, den man berichtigen kann, als auch mein Gegenüber hat einen Fehler gemacht, der nicht weiter eine Rolle spielt. Und wir dürfen einfach in die Vergebung gehen und verstehen, dass wir eben nicht getrennt erleben, ja, sondern dass uns das Glück, so wie der Schmerz, verbinden. Im Kurs in Wundern wird immer darauf hingewiesen, dass du nie alleine fühlst. Ja, dass es immer dein Umfeld auch betrifft. Und dass du auch nicht alleine heilst.
Wenn du heilst, heilt dein Umfeld mit dir. Und darauf, wie soll ich sagen, das gibt mir ganz viel Erdung, ja. Auch wenn ich noch nicht richtig weiß, wie der Weg der Heilung jetzt aussehen mag, ich verlasse mich trotzdem drauf. Und ich gebe es, wie ich erklärt habe, immer ab, ja. Mit dir an meiner Seite schaffe ich das. Wisst ihr, und ob ich jetzt halt mit Gott rede, so wie ich das mache, oder ihr redet mit eurem höheren Selbst oder mit eurer Quelle, ja, es muss sich halt stimmig anfühlen. Wie du das im Endeffekt nennst, ist ja egal. Ich habe heute ein schönes Meme gesehen. Da stand drauf, du bist der Mensch, der dich als Kind beschützt hätte. Und das stimmt sowas von. Und das ist es doch. Also, wir begegnen uns selbst. Ja. Im Gegenüber begegnen wir uns selbst. Und im Prinzip sind Probleme Geschenke, weil sie mir zeigen, was dran ist. Ja, und wenn ihr tatsächlich irgendwie gute Ideen habt, was irgendwie, ja, die Mutterwunde heilen kann, da freue ich mich total über Austausch. Ja, ich mache hier einen Punkt, weil ich glaube, ich habe es auf den Punkt gebracht, was ich sagen wollte. Und ja, ich erhebe ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist einfach das, wie ich es eben erlebe, das teile ich, wenn ich denke, dass es auch wichtig für die anderen ist. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ich drück euch, ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann, die Sarah.